wann ist man alt? Das ist, denke ich, bei jedem unterschiedlich. Jeder empfindet es anders und ich denke, Alter kann man nicht definieren. Eine Oma ist. Wenn man eine Oma ist. Oder ein Opa. Das kommt ganz drauf an. Worauf? Mit 20 meint man, mit 40 ist man alt. Und wenn man 40 ist, fühlt man sich ziemlich jung. Das ist schwer zu sagen. Ich denke immer, man ist so alt, wie man sich fühlt. Ich denke, wenn man sich fit hält und weiter seinem Alltag nachgeht, kann man auch im hohen Alter noch jung bleiben. Ich denke, sobald die ersten Altersgebrechen kommen, kann man sich alt fühlen. Es tut halt hier und da mal was mehr weh. Schmerzen und so nehmen zu. Ich glaube, dann spürt man das Alter. Ich kann nicht mehr so schnell laufen. Kann sich nicht mehr so gut bewegen. Ich denke mal, wenn es Gesundheit, also das die Gesundheit mitmacht, ich denke mal so, ja, 75 würde ich mal schätzen. Wenn man nicht mehr neugierig ist, das ist meine Meinung. Wenn man, wir reisen gerne, wir wandern gerne, wir sind interessiert an vielen. Und ich denke, wenn das aufhört, ist man alt. Was kann man mit 40 sein, kann man mit 80 sein. Ich würde sagen, dass ich erstmal noch recht jung bin, aber ich glaube, wenn man dann schon einen festen Job hat, irgendwie eine Familie gründet und dann das erste eigene Haus zieht, dann glaube ich, hat man schon ein gewisses Alter erreicht. Ob man dann schon alt ist, weiß ich nicht. Vielleicht mit der Rente. Wenn man sich alt anfühlt. Früher war es ja mit 60, wenn man die Leute noch kennt. Die waren ja mit 60 so alt wie wir heute mit 80. Ich wurde alt, als begannen die ersten Probleme mit meiner Gesundheit. Ungefähr um 60, um die 60er Jahre. So. Nicht 60er, ich war 60. Also da begannen meine ersten Probleme mit dem Knie, mit dem Rücken, mit dem nicht mehr schlafen, mit dem... Und so. Also wenn man alt ist klassischerweise, man kann nichts mehr, man sitzt zu Hause. Solange man fit ist, rausgeht, sich bewegt, ist man noch jung und agil. Also meine Oma zum Beispiel, die ist auch, geht immer noch spazieren, trifft sich mit Freundinnen oder so. Und die ist zwar altersmäßig alt, aber jetzt nicht unbedingt vom Kopf her. Also die Leute sind so, wie sie sich geben. Wenn sie jung geblieben sind, sind sie immer jung. Es gibt kein Alter. Das heißt, es gibt quasi immer jemanden, der älter ist und deswegen kann man sich immer jung fühlen. So ungefähr, ja.